vom SV Werder, Florian Kohfeldt. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen im aktuellen Sportstudio. Sehr viele Werder-Fans heute im Studio, direkt aus dem Stadion in Mainz ins Sportstudio. Ist fast ein Heimspiel für Sie heute. Ja, für die Fans ja auch, von daher sehr gut gelegt alles. Ne? Herr Kohfeldt, nun ist die Zuneigung in Bremen gegenüber dem HSV ja jetzt nicht riesengroß, muss man sagen. Finden Sie es trotzdem traurig, dass die Hamburger abgestiegen sind? Naja, ich finde es immer traurig, wenn ein Verein absteigt, weil ich glaube, das ist das Schlimmste, was einem Sportler passieren kann. Und wenn es dann auch noch Vereine sind mit so einer großen Tradition, Hamburg, Köln, dann ist das schon nichts, worüber man sich freut, definitiv nicht. Sie waren lange, lange da mit unten drin, vor 2 Wochen gerettet. Wie oft haben Sie sich heute gedacht, ein Glück sind wir schon sicher? Während des Spiels nicht, weil da waren wir voll im Spiel, aber vorher war es schon so. Also ich habe jetzt das zweite Jahr nacheinander, oder 2 Jahre davor hatte ich am letzten Spieltag Abstiegskampf mit der U23, mit der Bundesliga als Co-Trainer das Jahr davor, und das ist was, worauf man gut verzichten kann, definitiv. Ja. Wir reden über diese Saison des SV Werder, über die Zukunft, über Sie persönlich. Schön, dass Sie da sind. Florian Kohfeldt. Vielen Dank. Wir schauen uns die Tabelle jetzt mal an, da unten drin. So sieht sie also aus. Köln und Hamburg, 2 Gründungsmitglieder, sind abgestiegen. Wolfsburg in die Relegation und der SC Freiburg hat sich gerettet. Und unser Gast war auch lange beteiligt da unten drin, Florian Kohfeldt mit dem SV Werder Bremen. Christian Streich merkte man ja förmlich, wie der gelitten hat die letzten Wochen. Er hat auch gesagt, Abstiegskampf ist ein Wahnsinn für die Psyche. Erklären Sie uns, was macht das mit einem? Ja, es ist unheimlich anstrengend, weil man eigentlich nie loslassen kann. Also selbst an freien Tagen oder so hat man es immer im Blick und überlegt, was zu tun ist. Und es ist dann halt auch noch ein bisschen mehr als Sieg oder Niederlage, sondern es geht letztendlich um Existenzen, auch in den Vereinen. Das ist immer das, was mir dann besonders nahe geht, weil es geht ja dann nicht nur um uns, sondern auch um Jobs. Und diese Verantwortung, der muss man sich stellen. Das ist nicht so einfach. Mhm. Wie lange hat es bei Ihnen gedauert, bis das alles von Ihnen abgefallen war, da vor 2 Wochen, als Sie sich gerettet hatten? Nach dem Dortmund-Spiel war es schon so ein bisschen Erleichterung da, das muss ich ganz ehrlich sagen. Wir sind ja dann sozusagen auf der Couch gerettet gewesen. Ja. Das hat man gar nicht so wahrgenommen. Zlatko Junuzovic kam im Aufzug entgegen im Teamhotel und sagte, Glückwunsch Trainer, habe ich gesagt, ja, dir auch. Aber so richtig. Das war alles? Ja, das war alles an dem Tag. Okay. Aber nach dem Spiel war es dann schon Freude da, klar. Prima. Wir kommen gleich ausführlich zum SV Werder Bremen. Jetzt aber erstmal zum deutschen Meister, zum FC Bayern München. Manuel Neuer hat heute wieder nicht im Tor gestanden. Sie waren ja früher Torwart. Ist es aus Ihrer Sicht vorstellbar, dass man nach 8 Monaten ohne Spielpraxis in ein Turnier geht? Ja, ich will das nicht bewerten, aber ich glaube, Manuel Neuer hat so eine unfassbare Klasse, dass ich, wenn ich es jemandem zutraue, dann ihm. Und ich persönlich wünsche ihm das natürlich, dass er diesen Weg nochmal schafft, weil Manuel Neuer in Topform ist, glaube ich, auch für uns bei der WM eine ziemlich gute Sache. Absolut. Und wenn es einer schafft, dann Manuel Neuer, würde ich sagen. Am Dienstag ist die Kadernominierung, dann wissen wir mehr, ob er mitfährt ins Trainingslager. Aber ich gehe mal schwer davon aus. Also nach 5 sieglosen Spielen mal wieder ein Dreier. Ging ja um nicht mehr so viel, in Anführungsstrichen nur ums Fernsehgeld. Aber wie wichtig war es Ihnen, die Saison mit 3 Punkten abzuschließen, mit einem Sieg abzuschließen? Ja, unheimlich wichtig, weil erstens gewinne ich ganz gerne, das ist immer gut. Und zweitens fand ich, dass wir uns das einfach verdient hatten nach der Rückrunde, auch mit einem guten Gefühl in die Sommerpause zu gehen. Und ein bisschen haben wir ans TV-Geld auch gedacht, von daher war das schon nochmal ein wichtiges Spiel heute. Freut sich auch Frank Baumann ein bisschen über das TV-Geld. Vor 2 Wochen haben Sie den Klassenerhalt geschafft. Haben Sie da schon gefeiert oder kommt die Feier jetzt noch? Nee, richtig gefeiert haben wir eigentlich nicht, weil es war irgendwie eine ganz komische Rettung, habe ich ja vorhin schon gesagt. Wir sind auf der Couch gerettet worden und das war dann ein Sonntagsspiel, das bot sich irgendwie nicht so an danach und dann wollten wir weitermachen und ich glaube, die Jungs müssen morgen noch ein Freundschaftsspiel machen und dann haben sie 3 Tage was vor, da sollen sie mal feiern und wir werden mit dem Trainer. Ich hörte, die Mannschaft fliegt nach Mallorca? Ja, ich habe 3 Tage freigegeben, da habe ich keine Weisungsbefugnis mehr. Aber Sie sind nicht dabei? Nein, 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 auf gar keinen Fall. Also, Julian Nagelsmann hat ja auch gerade erklärt, dass er recht frühzeitig von der Feier heute abhaut. Ist das dann tatsächlich so ein bisschen auch so ein Problem fürs Verhältnis zu den eigenen Spielern, wenn man mit denen, sagen wir mal, zu eng feiert? Naja, oder sich im Zweifel auch ein bisschen lächerlich macht? Ja, genau, das wahrscheinlich eher. Nee, weiß ich nicht, ob es ein Problem wäre, aber ich finde, es ist einfach auch eine Sache, da gehört die Mannschaft unter sich. Das haben sie erreicht, da sollen sie feiern. Und wir haben ja unser eigenes kleines Team, Trainer und Funktionsteam. Und wir werden auch schon irgendwas finden, wo wir mal ein Bier trinken können.
Dass es Grund zu feiern gibt, das liegt natürlich auch an Ihnen. Hermann Falkieser, über das erste halbe Jahr von Florian Kohfeldt als Trainer des SV Werder. Er wird auch nächste Saison auf dieser Bank Platz nehmen. Florian Kohfeldt. Hinein ins Bundesliga-Geschäft im Eiltempo. Und wie? Der Liga-Neuling entfacht Bremer Begeisterung und sichert Werder vorzeitig den Klassenerhalt. Vom Nachwuchstrainer zum neuen Hoffnungsträger. Einer der ersten Sätze, die er gesagt hat, war, wir dürfen keine Angst vor Ballverlusten haben. Wir sollen mutig sein und ich glaube, das hat uns allen extrem geholfen. Flo hat das super gemacht. Da war überhaupt kein Problem zu erkennen. Sofort Autorität ausgestrahlt. 2014 schon jüngster Co-Trainer der Liga. Anerkannt als Taktikfuchs neben den Ex-Profis Skripnik und Frings. Abschluss als bester Fußballlehrer Deutschlands 2015. Nach der Entlassung von Alexander Nuri Ende Oktober aus der U23 ins Rampenlicht. Die sogenannte 1B-Lösung geht in die Offensive. Werder spielt und schießt wieder Tore. Darum ist für den Interimstrainer lange nicht Schluss. Vertrag bis 2021, längste Laufzeit seit Rehagel. Und Scharf. Das waren auch die erfolgreichsten Zeiten. Man kann das nicht immer wiederholen, aber ich glaube, wir haben mit Florian einen Trainer, wo wir gemeinsam etwas aufbauen können. Kohfeldts Wurzeln liegen nah bei Bremen. TV Jan Delmenhorst. Hier hat er unter Reinhard Schumacher und Bernhard Pospich gekickt. Als Torwart von der F bis zur A-Jugend. Nach einem 0:5 schmiss Florian einst wutentbrannt die Handschuhe hin, überbrachte dem Trainer aber eine Stunde später die Lösungsansätze. Diese Mappe beinhaltet also 8 bis 10 Seiten. Und auf diesen Seiten hatte er genau geschrieben, Trainingsinhalte, Ruhepausen, hatte er geschrieben, wie die Mannschaft spielen kann. Also das war für einen 12- bis 13-Jährigen, habe ich so etwas also noch nie gesehen. Wie heißt es doch gleich, früh übt sich der Torwart, der ein Top-Trainer werden will. Ja, Florian Kohfeldt, habe ich das jetzt richtig verstanden, dass Sie mit 12 oder 13 Jahren Ihren ersten Matchplan geschrieben haben? Ja, Matchplan ist vielleicht ein wenig übertrieben. Es war eine emotionale Reaktion. Wir haben verloren. 5-0. Das war nicht gut. Da habe ich gedacht, hatte ich auch noch einen kleinen Disput mit dem Mitspieler und dann habe ich den Platz verlassen. Das Spiel war noch nicht zu Ende. Bin ich 6 Wochen für gesperrt worden. Das war irgendwie komisch. Das war nicht eingeplant. Und dann hat mein Vater zu mir gesagt, du hast 2 Alternativen. Entweder du meldest dich jetzt ab, was nicht sein Vorschlag war, oder du schreibst mal auf, was dir jetzt nicht so gefallen hat. Ja, und dann habe ich mich hingesetzt, habe ein bisschen was geschrieben. Und ob das jetzt wirklich inhaltlich gut war, kann ich nicht sagen. Aber wissen Sie denn noch so ein bisschen, was drin stand? Ja, ich habe ein paar Aufstellungen aufgemalt, ein paar Pfeile. Grün und Rot kann ich mich erinnern. Grün nach vorne, Rot nach hinten. Und habe ein bisschen aufgeschrieben, wie wir eventuell das Training optimieren könnten. Also. Aber da war jetzt noch nicht die Rede von Gegenpressing oder von schwimmenden Zehnern oder so? Schwimmende Zehner kenne ich immer noch nicht, okay. Aber Gegenpressing, nee. Oder schwimmende Neuner. Ja, genau. davon war das noch nicht. Das waren noch recht starre Systeme. Ja. Wann haben Sie denn eigentlich gemerkt, Trainer sein, das ist was für mich, das kann ich? Trainer sein selber, glaube ich, schon recht früh, so Mitte 20, würde ich sagen, habe ich für mich gemerkt, dass mir es einfach Spaß macht, auch vor einer Gruppe zu stehen, zu sehen, wie was zusammenpasst, wie sich das dann entwickelt. Und da habe ich aber noch lange nicht daran gedacht, mal Bundesliga-Trainer zu werden. Ich hatte dann das Ziel, hauptamtlich im Fußball zu arbeiten, da hatte ich eher an Jugendfußball gedacht und ja, dann hat sich das so entwickelt. Und dann sind Sie nach oben gespült worden mit 35 Jahren, im Oktober sind Sie Cheftrainer geworden und sind gefolgt auf Alexander Nuri und auf Viktor Skripnik, die beide auch davor die U23-Trainer gewesen waren. Und wir waren überrascht, wie offen und ehrlich Max Kruse uns verraten hat, wie misstrauisch er am Anfang war. Nachdem uns gesagt wurde, dass erstmal Florian Kohfeldt übernimmt als nächster U23-Trainer, sage ich mal, dann sagt man auch nicht gleich Hurra, Hurra. Wir wollten natürlich auch nach Alex jemanden haben, der vielleicht auch ein bisschen Erfahrung hat. Und aber so ist das halt in der Mannschaft. Und er hat uns zum Glück eines Besseren belehrt. Wir waren sicherlich, der eine oder andere war ein bisschen skeptisch. Aber er hat es schnell hinbekommen, dass wir von seiner Philosophie, wie ich so schön gesagt habe, überzeugt sind. Und deswegen bin ich froh, dass der Verein so entschieden hat. Haben Sie denn diese Skepsis am Anfang gespürt und was haben Sie genau gemacht, um die Jungs zu kriegen?
Naja, gespürt nicht unbedingt, aber ich habe mir ja schon gedacht, dass da auch eine gewisse Skepsis da ist. Ne? Und also ist natürlich auch als junger Trainer auch nicht die einfachste Aufgabe, Max Kruse als Spieler direkt zu bekommen. Ne? Das ist von außen betrachtet, von innen sieht es anders aus jetzt. Aber nein, wir haben Gespräche geführt. Und also gerade mit Max an das Gespräch kann ich mich sehr gut erinnern, weil Max ist über diese Zeit jetzt wirklich auch eine extreme Vertrauensperson für mich geworden. Und ich glaube, in dieser ersten Woche haben wir dafür auch eine Basis gelegt. Ich habe ihm eigentlich relativ direkt gesagt, ich glaube, du bist skeptisch. Warum? Und dann haben wir drüber geredet und dann haben wir angefangen, was zu entwickeln. Ich habe meine Ideen reingebracht und die Jungs sind dann dankenswerterweise gefolgt, weil da gehörte eine Menge Mut dazu, aus meiner Sicht, weil wir haben es versucht, spielerisch zu lösen und ist jetzt, glaube ich, nicht der normale Weg in der Situation. Also Sie haben Ihre Ideen, Ihre taktischen Ideen direkt skizziert. Was haben Sie da genau gesagt? Nee, ich habe letztendlich das, was Maxi eben gesagt hat, war so ein bisschen, es ist zwar nur eine Phrase, aber es trifft es ganz gut. Mut mit Ball und keine Angst vor Ballverlusten. Also wenn man schon Angst hat, nach vorne zu spielen oder wenn man sich nicht traut, in Räume reinzuspielen, dann wird man auch nicht Lösungen finden. Und dementsprechend haben wir viel daran gearbeitet, wie wir uns den Ball direkt wiederholen, wenn wir den Ball verlieren. Aber auch immer wieder versucht, andere Möglichkeiten zu schaffen nach und nach, um das Spiel nach vorne zu tragen. Und das ging dann teilweise Wechsel, Viererkette, Dreierkette jetzt am Ende nochmal. Und das haben die Jungs bis zum letzten Tag überragend umgesetzt. Großer Dank. Holen Sie auch heute noch hin und wieder die Meinung der Spieler ein? Oder einen Rat? Ja, doch, durchaus. Also ich finde, das ist ja auch etwas, ich war selber kein Profi auf diesem Niveau und da bricht mir kein Zacken aus der Krone, wenn ich die Jungs ab und zu mal frage, wie sie die Situation einschätzen, gerade die erfahrenen Spieler, also Niklas Moisander, Thomas Delaney, Philipp Bargfrede, natürlich Max Kruse, Zlatko Janusevic diese Saison. Also da haben wir schon das ein oder andere Gespräch gehabt, aber klar ist auch, ich frage sie um eine Meinung. Es ist nicht so, dass sie... Also sie entscheiden dann am Ende. Ja, das durchaus. Also zu viel Basisdemokratie wäre wahrscheinlich auch schädlich. Ja, das funktioniert so nicht. Also irgendeiner muss ja auch sagen, das ist der Weg. Und trotzdem muss man sich, glaube ich, als Trainer immer wieder überprüfen, ist das auch der Weg, den die Jungs mitgehen wollen. Weil am Ende bin ich machtlos. Wenn die Jungs das Gefühl haben, es ist ihre Idee, es ist ihre Identität, ich glaube, dann stehen sie auch voll dahinter. Und deshalb ist es mir sehr wichtig, viel mit ihnen zu reden und trotzdem selber zu entscheiden. Über Twitter wird gefragt, bei Ihren Vorgängern Skripnik und Nuri gab es auch sehr gute Phasen und gute Rückrunden. Und die nächste Hinrunde ging dann plötzlich gar nichts mehr. Was wollen Sie daraus lernen? Ich glaube nicht, dass das vergleichbar ist, weil jede Saison ist anders. Und ich finde, dass wir eine ganz gute Basis gelegt haben jetzt. Nämlich nicht nur mit dem Klassenerhalt, sondern auch mit der Art und Weise, wie wir Fußball spielen. Und darauf wollen wir aufbauen. Und ich glaube, dass es für unseren Verein extrem wichtig ist, dass wir nicht in die Saison starten und sagen, wir wollen den nächsten Schritt machen oder wir wollen nichts mit dem Abstieg zu tun haben oder mal gut starten. Das ist nicht unsere Denkweise. Wir wollen was entwickeln. Wir wollen weiter nach oben kommen. Also wenn man immer schon negativ da reingeht, dann wird das auch nichts. Also von daher bin ich da voller Freude auf das, was kommt und bin mir absolut sicher, dass es funktionieren wird. Stichwort was entwickeln. Wie sieht Ihre Werder-Vision aus? Oh, das ist ein großes Wort, aber also erstmal sieht es vor allen Dingen den gesamten Verein, also betrifft es den gesamten Verein. Das ist mir total wichtig, weil ich habe im Leistungszentrum gearbeitet, es war ein absoluter Traumjob. Ich weiß, wie sehr die Leute im Verein auch für Werder Bremen mitfiebern, an ihm arbeiten. Und ich finde, es ist ein sehr erstrebenswertes Ziel, dass Werder Bremen in gewissen Bereichen für etwas steht. Das ist das Fußballerische, was wir durch alle Mannschaften haben wollen. Da ist die Neuverpflichtung, kann man so sagen, von Thomas Schaaf auch ein ganz wichtiger Baustein, der dazukommt, dass wir für einen attraktiven, offensiven Fußball stehen wollen, der auch mutig ist, der auch risikobereit ist, aber immer halt auch versucht, die Balance zu finden. Nur dieses Risiko gehört dazu. Und das wird auch mal schief gehen, aber das ist etwas, was uns auszeichnen sollte. Sie haben mal gesagt, ich glaube nicht, dass man diesen Job 20 Jahre lang machen kann. Warum nicht? Weil ich glaube, dass ab einer gewissen Zeit man sich auch abnutzt, also auch im Umgang mit den Spielern, mit der Mannschaft. Das ist der eine Teil. Also das würde sich jetzt auf eine Mannschaft beziehen. Der zweite Teil ist einfach, das ist schon sehr aufreibend, also von Wochenende zu Wochenende. Und jetzt hatten wir mal 2 Wochen gefühlt nicht so richtigen Druck, weil wir schon durch waren, aber ansonsten bist du ja immer wieder so ein bisschen getrieben von Woche zu Woche. Und ich bin grundsätzlich jemand, der gerne Dinge plant und dann versucht umzusetzen. Und dann kommt so ein blödes Ergebnis dazwischen und ist der ganze Plan umgeworfen. Das ist nicht das, was mir auf Dauer gefällt. Auf der anderen Seite, momentan genieße ich es in vollen Zügen und werde es auch noch weiter genießen, weil diese Stadien, die Fans, Fußball auf diesem Niveau, schöner geht's nicht. Okay, abschließend eine schnelle Schnellfragerunde. Ich gebe einen Satz vorweg und Sie beenden ihn. Sollte für Thomas Delaney ein dickes Angebot aus England oder vom BVB kommen, dann? Wird Frank Baumann darüber nachdenken. Was sich in meinem Leben im letzten halben Jahr am meisten verändert hat? Boah,
unerkannt zum Bäcker gehen. Wäre ich nicht Fußballtrainer geworden, dann wahrscheinlich? Schwierig. Hatte nicht so viele Alternativpläne. Okay, dann umso besser, dass Sie es gut machen. Ja. In meinem Urlaub werde ich? Oh, auf jeden Fall mit meiner Tochter spielen und ansonsten viel Zeit auf dem Tennisplatz verbringen und auf der Liege. Wen oder was ich in der Sommerpause am wenigsten vermissen werde? Das können Sie nicht zu ehrlich sein. Nee, genau. Ich überlege gerade, was die abgespeckte Version der Ehrlichkeit ist. Nein, lassen wir das mal so stehen. Okay, dann sage ich herzlichen Dank für das Gespräch, Florian Kohfeldt. Danke.